Als ich's das erste Mal hörte, dachte ich, es geht um dieses Bier. Jetzt komm ich kaum noch in mein Bad rein, wegen des ganzen Klopapiers. Hab den Schrank voll mit Nudeln, trink literweise Sagrotan. Es scheint, als zöge dieser Virus die ganze Welt in seinen Bann. Hab keine Angst vor Corona, doch Hände waschen muss sein. Bleib fern von Opa und Oma, lass die Besuche erstmal sein. Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne, jetzt sitz ich tagelang zu Haus. Überleg in der Quarantäne, ob ich mir einen Hamster kauf. War kein Stroh rum, trotzdem hab ich ne Maske auf. Konnte mir noch eine sichern, dann waren alle ausverkauft. Riesige Schlangen beim Lidl, bei Aldi sieht's nicht anders aus. Doch das macht mir überhaupt nichts, bin ja 2 Wochen zu Haus. Hab keine Angst vor Corona, doch Hände waschen muss sein. Bleib fern von Opa und Oma, lass die Besuche erstmal sein. Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne, jetzt sitz ich tagelang zu Haus. Überleg in der Quarantäne, ob ich mir einen Hamster kauf. Dienste haben offen, das Fitnessstudio leider nicht. Und nach der ersten Woche merke ich das an meinem Gewicht. Bei einem Netflix-Marathon verbrenne ich keine Kalorien. Und jetzt öffne ich seit Tagen endlich mal die Jalousien. Hab keine Angst vor Corona und bin jetzt wieder super drauf. Hab jetzt nen neuen Mitbewohner, ja, es gab ein Hamsterkauf. Und jetzt sitzen wir zu zweit hier, reden über Gott und die Welt. Und wir trinken Corona, hab mich bei Flaschenpost bestellt.